Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 9. Juli 2023. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht habe ich neulich den Apostel Paulus getroffen. Er lag auf der Wiese vor unserer Kirche und starrte in die Wolken. »Was tun Sie da?«, fragte ich ihn. Anstatt zu antworten, hob er seine Hand, deutete in den Himmel und sagte: »Schau!« Auch in dem Vers aus dem Brief, den Paulus vor knapp 2000 Jahren an die Gemeinde in Philippi schrieb, deutete er auf den offenen Himmel und sagte: »Schaut!« Er wird seine Gründe gehabt haben, diese Aufforderung zum Perspektivwechsel in eine Ermahnung zu verpacken. Paulus schreibt: »Ist bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Geistes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.« Wenn also auf der zwischenmenschlichen Ebene schon vieles gut läuft, schreibt Paulus, wenn ihr euch dazu ermahnt, an Christus festzuhalten, euch liebevoll tröstet und so weiter, dann fehlt nur noch eines: dass die Gemeinde sich bewusst ist, dass all das ein Geschenk Gottes ist. Die Liebe in der Gemeinde, die Gemeinschaft im Geist, die Barmherzigkeit haben ihren Ursprung nicht darin, dass die Menschen dort besser wären als anderswo. All diese Dinge fließen von Gott in die Gemeinde. Im Bewusstsein darauf liegen der eine Sinn, die gleiche Liebe, die Einmütigkeit und die Eintracht. Und darin wird das Gute vollkommen, das die Gemeindeglieder ohnehin anstreben. In dem Guten, das sie anstreben, sollen sie sich mit Christus verbunden wissen. Sie sollen darin erkennen, dass er den Himmel für sie geöffnet hat. Heute ist Sonntag, von Gott geschenkter Ruhetag, Tag der Auferstehung Jesu Christi. Ein Tag in der Woche, von Gott für uns, damit wir den Blick heben. Weg von unseren Alltagsgeschäften, weg von all den Dingen, in die wir uns verstrickt haben. Hinauf zum offenen Himmel. Damit auch wir erkennen, was wir von Gott haben. Und sehen, dass der Himmel für uns offen steht. Schau! Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Pfarrerin Michaela Stock aus Neustetten.